wie ich gerade höre. Bitte schön. Zum Transitland wird. Das heißt, Ägypten hat jetzt schon verstanden, dass es falsch ist, wenn die Rettung im Mittelmeer zum Ticket nach Europa führt, weil allein dann die Belastung für Ägypten, ein Transitland zu sein, immer stärker zunimmt. Der zweite Punkt, wie mit der Türkei kann man mit diesen Staaten auch Vereinbarungen treffen, dass man sie finanziell unterstützt dafür, dass sie uns in der schwierigen Frage der Lösung der Migration unterstützen. Gibt es da andere Länder auch, die da mitzahlen würden oder wie man das konkret organisiert? Es gibt Gott sei Dank immer mehr Bereitschaft in Europa, hier umzudenken. Als ich die Westbalkanroutenschließung organisiert habe, war ich noch ziemlich alleine in der Europäischen Union. Und wenn Sie sich jetzt die Diskussion anschauen, dann merken Sie, dass einfach immer mehr Ihre Meinung ändern. Ich kann Ihnen nicht versprechen, wie lange es dauert, oder ich kann Ihnen nicht voraussagen, wie lange es dauert, bis auch die Letzten ihre Meinung in Europa geändert haben. Aber schauen Sie sich die Diskussion in Österreich an, sehen Sie sich auch die Position des Bundeskanzlers an, anderer europäischer Politiker. Da ist sehr viel in Bewegung, in die richtige Richtung. Manche, die mutig sind, wie Präsident Macron, haben dann mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen. Ich habe das selbst auch erleben müssen. Aber es braucht genau diesen Mut, um den richtigen Weg in der Migrationsfrage zu gehen. An welche Summen denken Sie denn da, die man Ägypten zur Verfügung stellt, damit die Flüchtlinge wieder zurücknehmen können? Ich glaube, Sie haben Verständnis dafür, dass es falsch wäre, diese Verhandlungen über die ORF-Kamera zu führen. Ich bin auch nicht derjenige, der das für die Europäische Union ausverhandeln kann. Ich kann Ihnen nur sagen, in meinen Gesprächen, dem Außenminister, dem Regierungschef, Präsidenten, habe ich durchaus den Eindruck gewonnen, dass es bei einem ordentlichen Angebot eine große Bereitschaft seitens Ägypten gibt. Das ist der erste Punkt. Und neben dem More-for-More-Prinzip, also neben dem Prinzip, dass man diejenigen unterstützt, die mit uns zusammenarbeiten wollen, muss man auch mit dem Less-for-Less-Prinzip arbeiten. Das heißt, Staaten, die nicht bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzunehmen, denen sollten europäische Fördergelder inklusive der Entwicklungszusammenarbeit gestrichen werden. Aber es geht um Milliardensummen. Herr Minister, wäre es nicht auch sehr effizient, um den Nachschub und den Zuzug in Libyen zu verhindern, die Südgrenzen zu den Subsahara-Staaten zu schließen? Das ist richtig, das wird auch versucht seitens Italien und auch der Europäischen Union wird das unterstützt. Ich halte das für einen weiteren wichtigen Baustein bei der Schließung der Mittelmeerroute. Aber es ist sehr, sehr schwierig, diese lange Südgrenze zu schützen. Und insofern ist das ein Beitrag, aber es kann nicht der einzige sein. Was wir als Europa ändern müssen, ist die Frage, was geschieht nach der Rettung. Denn wenn die Rettung im Mittelmeer verbunden ist mit dem Ticket nach Mitteleuropa, dann ist die Anziehungskraft für die Menschen aus Libyen so stark, dass sich Menschen aus ganz Afrika auf den Weg nach Libyen machen, dass wir uns noch so sehr anstrengen können an der Südgrenze. Es wird sehr, sehr schwer sein. Das heißt, Sie unterstützen den Einsatz italienischer Schiffe innerhalb der Hoheitsgewässer von Libyen, damit die Menschen gleich wieder nach Libyen zurückgebracht werden? Das habe ich nicht verstanden noch. Das heißt, Sie unterstützen den Einsatz italienischer Schiffe, der jetzt angedacht wird, in dem libyschen Hoheitsgewässer, damit die Menschen gleich wieder nach Libyen zurückgebracht werden können? Also noch einmal, es gibt verschiedene Schritte, die gleichzeitig gesetzt werden müssen. Der wichtigste ist, die Frage zu beantworten, was passiert nach der Rettung im Mittelmeer? Und die Antwort muss sein, die Menschen werden nach der Rettung versorgt, gestoppt, aber zurückgestellt und nicht aufs italienische Festland oder nach Mitteleuropa weitergebracht. Die andere Frage ist, was kann man tun, damit Menschen sich erst gar nicht auf den Weg machen können. Und ja, da ist eine Möglichkeit, die ich für sinnvoll erachte, die immer stärkere Kooperation zum Beispiel mit der libyschen Küstenwache, um zu verhindern, dass Schlepperboote überhaupt starten können, um zu verhindern, dass Menschen sich auf den Weg machen können. Sie haben vorher den Kanzler von Lampedusa, das ist eine Insel, die ist kleiner als Simmering. Und Sie gesagt haben, die dürfen nicht von der Insel runter, die gehen ja jetzt schon unter alle Flüchtlinge und leisten wirklich bemerkenswert. Also ich habe grundsätzlich einmal für unterschiedliche Zugänge immer Verständnis und bin ein Mensch, der Meinung ist, dass Politik auch so stattfinden muss, dass Menschen aufrichtig ihre Meinung vertreten, es aber auch akzeptieren, wenn es andere Meinungen gibt. Und insofern natürlich habe ich Verständnis, dass es in der Flüchtlingsfrage unterschiedliche Zugänge gibt. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, solange der sich illegal auf den Weg macht, in seinem Zielland ankommt, solange machen sich immer mehr Menschen auf den Weg. Das heißt, Italien wird nicht entlastet dadurch, dass Menschen weitergewunken werden, sondern es wird immer stärker belastet, weil die Zahl derer, die sich auf den Weg nach Italien machen, immer steigt
Und je mehr Menschen weitergewunken werden, desto mehr machen sich wieder auf den Weg nach Italien. Das ist einfach das Grundprinzip in der Migration. Sie haben ich hätte noch eine kurze Frage zum Sicherheitspaket. Die ist leider später. Also Sebastian Kurz wird gleich in seiner Rolle als Außenminister genagelt in der Flüchtlingsfrage. Da ist Kira Grünberg jetzt ein bisschen außen vor gelassen worden. Genau, da hat er jetzt zu seinem Leibthema